Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe ICF Interview. Und eigentlich muss ich Sie gar nicht vorstellen, ich tue es aber trotzdem. Es ist Edda Vogt, sie ist Senior Editor bei der Deutschen Börse. Hallo Edda, ich freue mich, dass du bei mir bist. Ich habe eben gerade gesagt, eigentlich muss ich dich nicht vorstellen, weil eigentlich jeder, der mit Börse zu tun hat, der kennt dich und sieht dich regelmäßig auf dem Parkett. Trotzdem, für die, die es vielleicht nicht so genau wissen, wer bist du und was machst du? Ich bin Ökonomin, Journalistin, habe noch mal ein paar andere Sachen hinterher studiert und arbeite seit unfassbaren 23 Jahren für die Deutsche Börse. Ein Börsendinosaurier. Ja, genau. Alte Häsin, sage ich da auch gerne. Und machte auch tatsächlich seit dieser Zeit das Gleiche, nämlich Anlegerkommunikation für den Börsenplatz Frankfurt und für Xetra. Kann sich natürlich jeder und jede hier vorstellen, das hat sich massiv geändert, was die Technik angeht. Aber eigentlich ist die gleiche Aufgabe. Spannend, du bist also im Prinzip die Influencerin, Finfluencerin seit erster Stunde, als es diesen Begriff noch gar nicht gab. In der Tat, also ich habe auch als eine der ersten Social Media gemacht und damals musste man niemanden fragen. Ich habe gesagt, hier, da gibt es sowas Neues, das heißt Twitter, darf ich das mal ausprobieren? Ich mache da mal einen Kanal auf. Oh ja, mach mal, guck mal. Ja, das natürlich hat sich das komplett auch verändert. Das ist heute ganz stark reguliert. Aber so war so der Anfang und ich war so mit die Erste dann bei Twitter, weshalb inzwischen der Börse Frankfurt Kanal auch 70.000 Follower hat, was ich für die Nische ziemlich groß finde. Absolut, ja. Das lässt sich absolut sehen. Also du hast da ein Mordsding aufgebaut, das kann man schon so sagen. Lass uns mal zurückschauen als alte Häsin. Was hat sich denn auf dem Börsenparkett verändert? Ich weiß, als ich vor 17, 18 Jahren das erste Mal hingekommen bin, da war gerade die Börse auch im Umbau. Es hat sich also nicht nur visuell geändert. Es hat sich eine ganze Menge verändert. Ich war tatsächlich 1997 das erste Mal da. Und damals nicht für die Deutsche Börse und da war es richtig voll noch. Also ganz viele Leute sind da rumgewuselt, waren unfassbar beschäftigt, es war total laut. Inzwischen übrigens, wenn man da mal laut ist, dann sagen alle, ja, nicht so laut, so laut, stör doch nicht. Genau, genau. Und dann 97 ging Xetra los, oder voll elektronischer Handel. Da sagen ja auch viele noch fälschlicherweise Computerbörse zu, weil inzwischen ist ja alles Computer. Aber so, da ging das dann langsam los, dass es immer leerer wurde. Leerer ist es geworden und natürlich sind jetzt die klassischen Händler, sie heißen inzwischen Spezialisten, auch so ein bisschen anders. Aber trotzdem, man braucht sie. Auf jeden Fall. Ich finde, es hat ja mehrere Aufgaben. Das eine ist, natürlich brauchst du für viele von diesen Wertpapieren, die da gehandelt werden, brauchst du jemanden, der dieses Wertpapier betreut. Das kann man am besten ja mit den Auslandsaktien erklären, weil ist ja klar, so ein Preis für so eine japanische Brauerei, der wird nicht in Frankfurt festgestellt. Das kannst du nicht automatisieren. Da muss ja irgendeiner dafür sorgen, dass ich in Frankfurt diese Aktie kaufen kann, dass ich die kriege. Das ist das eine. Das andere ist, finde ich, eine Komponente, die hat was mit Finanzbildung und Aktienkultur zu tun. Wie willst du das sonst darstellen? Wollen wir uns alle jetzt vor Monitore stellen und es blinkt die ganze Zeit, wie die Nasdaq das macht? Ich weiß es nicht. Also so ist die Börse und man merkt es, gerade mit dem neuen Besucherzentrum 2022 konnten wir ja endlich aufmachen. Es ist voll, fast immer komplett voll. Und man merkt, dass es schon noch ein Magnet ist, dass es ein guter Transportmittel ist für Finanzbildung, für Einsteiger und Einsteiger genauso, aber auch wie für Fortgeschrittene. Also es hat schon eine Magie, dieser Ort. Diese Magie, die hat er auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich, ne, wenn wir da auf der Börse, auf diesem Parkett sind, ich finde immer, die Luft ist schon eine ganz andere. Mhm. Und nicht im negativen Sinn. Man spürt das. Und du hast das Besucherzentrum jetzt gerade angesprochen. Wir haben dazu ja auch schon mal ein kleines Reel gemacht. Ich finde das so, so toll, wie das geworden ist, weil es eben auch die Leute so anspricht. Und einmal mehr, liebe Zuschauer, ich kann es jedem empfehlen. Man kann sich online dafür anmelden, muss man sogar. Und dann kann man sich das anschauen. Es lohnt sich absolut. Das ist auch so ein bisschen noch die nächste Frage von meiner Seite. Also ein Besucherzentrum hat es auch schon vorher gegeben. Wie hat sich denn aber so der Trend und dein Tätigkeitsfeld geändert? Denn eben, du sagst, du hast damals den Twitter-Kanal eröffnet, aber früher war das ja noch gar nicht so mit diesen ganzen Internet-Dingen. Da war das ja noch mehr so Schreiberling. Ja, also klar, 2000 war das Internet, nennen wir es mal so, Text. Das war gedruckte, also nicht gedruckt, aber es war digitaler Text, digitale Buchstaben. Und auch dieses Unternehmen sehr zurückhaltend.
heute machen wir auch Videos, wir machen Livestreams, wir stellen uns irgendwo hin, erzählen irgendwelche Geschichten, wir machen bunte kleine Filmchen für die Social-Media-Kanäle, erklären über völlig neue Formate, erklären wir Börse, das ist ja das, was wir tun wollen. Und das hat sich komplett gewandelt. Und es ist mehr in den Dialog gegangen. Also in den Dialog, der auf allen Ebenen stattfindet. Weil das ist schon noch das Wesen von Social-Media-Kanälen, ist, dass man direkt einen Kommentar bekommen kann, dass man direkt eine Frage bekommen kann. Also das ist schon eine Form des Dialogs. Und früher waren das einfach Seiten und man wusste gar nicht, wer die sich anguckt. Was ihr aber auch weitermacht und auch du, ihr seid auch nach wie vor draußen am Mann, also es ist nicht alles nur Internet, Börsentage zum Beispiel, ne? Das ist schon auch weiter ein absolut wichtiger Bestandteil und auch Teil deines Tätigkeitsfelds. Ja, und da ist was sehr Erfreuliches zu beobachten. Also bis vor kurzem war ja, dachte jeder, die Invest, diese große Stuttgarter Messe geht unter. Da waren die Börsentage eher so Ü60, Hans kommt vorbei und erzählt mir erstmal seine Portfoliogeschichte. Das hat sich gewandelt. Invest, das verdanken wir der Stuttgarter Börse, würde ich mal sagen, mit ihrer Blogger-Lounge. Sehr viel junges Publikum letztes Jahr gewesen, auch vorletztes Jahr schon, aber immer mehr. Und selbst bei Börsentagen, also jetzt der Frankfurter Anfang März, ganz, ganz viele junge Leute. Also da ist auch nochmal ein starker Wandel. Natürlich ist immer noch mehrheitlich die Leute, die meine Sachen lesen und sich anschauen, ich weiß es, männlich, Ü50, aber es wandelt sich. Es gibt auch eine stark gewachsene Gemeinschaft hier, würde ich sagen, an jungen Aktionärinnen und Aktionären. Und wenn es der ETF-Sparplan ist. 8 Millionen sind es inzwischen in Deutschland, ETF-Sparpläne. Es wird sich wieder rangetraut und das ist das Schöne. Und das Interesse ist eben auch von Jungen inzwischen durchaus wiedergegeben. Und von zu Hause wird einem anscheinend nicht mehr auf die Finger geklopft und gesagt, das ist böses Zeug, damit verbrennst du nur dein Geld. Das ist auf jeden Fall eine gute Tendenz. Ja, es sind zwei Strömungen, die man beobachten kann. Das eine ist, dass sie gewillter sind, Risiken zu nehmen, weil darum geht's, weil eigentlich ist ja jedes Börseninvestment ein Managen von Risiken und wir können es alle managen, sodass diese alten falschen Glaubenssätze langsam verschwinden, dass Börse ein Casino ist. Das zweite ist, was auch mehr und mehr in den Köpfen tatsächlich realisiert wird, ist, die Rente ist nicht sicher. Es ist dieses, ich muss was tun und eigentlich kommt man am Kapitalmarkt nicht vorbei. Das passiert auch zunehmend. Also das nehme ich auch wahr. Und ja klar, ich meine, die Aktionärsquote in Deutschland ist gestiegen. Wir waren irgendwie Schlusslicht vor 5 Jahren. Klar, wenn ich das so richtig im Kopf habe, in Europa, jetzt sind wir so im guten Mittelfeld inzwischen. Und der zweite Trend, den finde ich auch sehr, sehr gut, das ist mir wirklich eine Passion, es werden mehr Frauen. Das ist ein anderes Thema, auf das wir zu sprechen kommen wollen. Du setzt dich unheimlich viel eben auch ein, was Female Finance, so überschreibe ich das jetzt vielleicht mal, angeht. Und man merkt, man wird selbstbewusster, Frau wird selbstbewusster und traut sich mehr. Das ist schon erkennbar. Ja, ja, das ist auf jeden Fall erkennbar. Und natürlich, was immer noch da ist, ist die Tendenz, wenn ich als Frau Börse erkläre, hören Männer mehr weniger zu. Alles auf Aktien und dieser Podcast, der jeden Morgen von ganz vielen gehört wird, die haben euch mal gesagt, wenn sie eine Expertin da haben, haben sie 30% weniger Zuhörer, also Downloadquote von dem Podcast, ja. Spannend. Ja. Weiß ich auch gar nicht, warum. Also, weil die Expertise hat eine Frau mindestens genauso wie ein Mann und eigentlich sollten wir das doch gar nicht mehr so unterscheiden. Ja. Ich selber war lange auf dem Parkett. Du bist es viel länger. Eine Frage, die mich interessiert. Was war mit dem Börsenparkett verbunden denn dein absolutes Jobhighlight? Ich glaube, viele der Börsengänge, die ich erlebt habe. Und auch Highlight im Guten wie im Schlechten. Sehr viele Dinge, die in der Welt passieren, spiegeln sich da wieder und das ist sehr einprägsam gewesen. Ich denke, das ist so, dass das kann ich sagen, dass es eins ist, aber vor allen Dingen die Emotionen bei den Börsengängen, die Emotionen, die man so spürt, wenn draußen in der Welt was passiert, im Guten wie im Schlechten, das hat sich bei mir sehr tief gesetzt, ja. Du hast es eben ja auch schon gesagt, das Thema Finanzbildung liegt dir auch wahnsinnig am Herzen. Gibt es den einen Appell, den du gerne rausschicken würdest? Ja, das, was ich auch der Edda mit 30 jetzt raten würde aus heutiger Sicht, fangt einfach direkt an. Und wenn man noch keinen Plan hat, was man eigentlich tun soll,
das, was man über hat in MSCI World oder anderen, gibt auch andere Indizes weltweit, einfach mal in den ETF-Sparplan schicken, ist auf keinen Fall falsch. Und ich denke mal nach der Maxim, lieber 80% richtig machen als 100% nichts. Und das ist der allergrößte Fehler und das allergrößte Risiko steckt im Nichtstun. Und dann sich langsam hinarbeiten und tatsächlich kann man, das macht auch Spaß. Also mir macht es inzwischen Spaß. Ich bin, soweit ich das darf, aus Compliance-Sicht sehr aktiv geworden und habe da richtig Spaß drin auch. Was wünschst du denn der Finanzwelt Deutschland? Ich wünsche aus Anlegerinnen und Anlegersicht, dass wir diese alten Zöpfe endlich mal loswerden. Also die nächste Branche, die meiner Ansicht nach disruptiert gehört, ist die Fondsbranche, die immer noch selbstverständlich davon ausgehen, dass sie immer so bei mindestens 1% noch nebenher sich einstecken können. Das ist ja so. Einfach Gebühren, die Intransparenz, die Höhe der Gebühren und auch der Lobbyismus, der aus der Finanzindustrie kommt, da alle Diskussionen in der Politik um vielleicht eine Aktienrente etc. wird immer stark von Lobbyarbeit begleitet, die auch wieder zu Produkten führen kann, nicht muss, kann. Ja, wir sind ja gerade in einer starken Entwicklung, die einfach alle Rendite von Gebühren aufgefressen wird. Das finde ich ganz, ganz fände ich gut für die Finanzindustrie und noch ein bisschen stärkere, wie soll ich sagen, Durchlässigkeit für andere. Also Durchlässigkeit sowohl was Bevölkerungsschichten angeht, als auch was Frauen angeht, das ist immer noch eher eine männergeprägte Gesellschaft, würde ich sagen. Du hast eben gesagt, 80% und 100% nichts tun, lieber 80% tun. Anleger und Anlegerinnen, was würdest du denen auf den Weg geben, wenn du so ein Schlussplädoyer halten dürftest? Sich mit der eigenen Risikoscheu auseinanderzusetzen, weil die Angst ist eigentlich die größte Verhinderin. Und dann merkt man immer wieder, dass das eine, die Angst blockiert, aber es sind, die Risiken sind bewältigbar. Sie sind da, aber man kann sie in den Griff kriegen. Einfach. Auch mit ganz wenig Beschäftigung, es braucht nicht viel Zeit. Also zum einen das in den Griff zu kriegen, weil was man immer wieder merkt, diese Angst, und dann auf einmal kommt die Gier. Und das findet immer noch statt. Und dann sagen mir Leute, mit denen ich monatelang über ETF-Sparpläne spreche, sagen mir, jetzt haben sie irgendwie so ein Schneeballding gemacht, weil das fanden sie so vielversprechend. Ja, also viele pendeln noch zwischen der Angst vor dem Kapitalmarkt und der Gier. Und das andere ist, sich tatsächlich auch an der Börse zu bewegen. Also im Sinne von jetzt aktiv sein und nicht sagen, ich brauche jetzt irgendwie, ich gehe zum Kiosk, sondern tatsächlich an die Börse zu gehen. Also im Sinne von, ich order was, ich kaufe was, ich gucke mir das an. Ich bin Teil des Ganzen und damit habe ich eigentlich, ich habe die besten Preise, ich habe die geringsten Kosten und ich habe die größtmögliche Beteiligung. Also dein Herz schlägt auf jeden Fall dafür, nicht nur beruflich, sondern tatsächlich ja auch privat. Und eins möchte ich noch sagen, da denke ich im Moment sehr viel drüber nach. Die KI, die künstliche Intelligenz, wird meiner Ansicht nach unsere Gesellschaft nochmal verändern. Zerlegen nicht, aber verändern. Und zwar, ich glaube, dass, und da gab es ja auch vom Internationalen Währungsfonds, gab es eine Studie dazu, dass die Entlohnung von der Arbeit nochmal, gerade in so mittleren Bereichen, nochmal weniger wird zugunsten des Kapitals. Und diese ganzen Konzerne, die jetzt zurzeit in diese Technologien investieren, die machen das ja nicht aus Menschenfreundlichkeit. Die machen das, um Profit zu machen. Und wenn ich, als ich bin auch eine Arbeitnehmerin, wenn ich daran partizipieren will, dann muss ich in diese Unternehmen investieren. Anders geht's nicht. Dann bin ich zumindest Eigentümerin von einem kleinen Teil. Und das, finde ich, ist der einzige, glaube ich, der einzige für mich im Moment schlüssige Weg, damit umzugehen, mit dieser Veränderung. Sagt Edda Vogt. Ich sage herzlichen Dank, liebe Edda und liebe Zuschauer. Mehr von Edda gibt es auch auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. X, also ehemals Twitter. Ja, ich sage immer noch Twitter. Instagram, LinkedIn. TikTok nicht. TikTok nicht. Kein TikTok. Was nicht ist, kann ja noch werden. Muss aber auch nicht alles. Warten wir es ab. In diesem Sinne, liebe Zuschauer, das war's von dieser Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.